Meine Damen und Herren, nee, wobei, machen wir uns nichts vor, es sind Herren. Leute, es ist die ersten Sonnenstrahlen und wir haben gedacht, wir bestehen mal drauf, aufzunehmen, wie wir hier den Bestand aufnehmen. In einer Bestandsaufnahme. Also die Anlage hat jetzt tatsächlich unter Sturm richtig gelitten und wir haben gedacht, wir nehmen euch einfach mal mit und gucken uns so an, was da jetzt an Arbeit auf uns zukommt. Außerdem glaube ich, wir sind jetzt im 10. Jahr, oder? Hier? Ja. Genau, 10. Jahr dieser Anlage. Das heißt, es gibt Bereiche, die sind wirklich 10 Jahre alt und wir haben nie wieder was dran gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt der Moment. Ich komme hier mal rum. Hier vorne ist eigentlich alles intakt. Das heißt, wir machen hier das Dach nochmal richtig. So. Haben wir schon was repariert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir so richtig rumführen und alles zeigen. Vielleicht sollten wir mal einen Gleisplan zeigen. Das haben wir noch nie gemacht. Genau, der kommt hier. Gute Idee. Das reicht. So, genau, da hinten dieser Bereich, der sieht richtig gut jetzt von der Natur übernommen aus. Das finde ich schon hat so eine gewisse Romantik. Nichts hier sieht halt auch richtig beschissen aus. Also hier sind verschiedene Dinge jetzt zu machen. Erstmal, man sieht, hier ist ganz viel Zeug drüber. Ja, was ist hier der Plan? Erzähl mal. Erstmal vielleicht den Tunnel herrichten, dann einen Tunnel bauen, damit uns der Müll nicht ständig aufs Gleis fällt. Dieses Gleis hier vorne, da ist der Untergrund schlecht, hier die Gleislage ist nicht mehr gut, das wackelt alles. Hier diese Strecke da vorne, die saut immer zu. Aber die würde ich ehrlich gesagt nicht übertunneln wollen, hier diesen Bogen. Wenn wir das nicht machen, Julian, die Strecke ist immer nur, die ist ja nicht mehr 2 Stunden lang befahrbar. Ein kleiner Windstoß und der Baum haut 5 Zentner Gehölz drauf. Was ich mir denke. Pass auf, jetzt nicht sofort ausrasten. Wir machen erstmal. Lass mich erstmal ausreden. Ich bin dagegen. Also folgende Situation. Wir haben da das Problem mit der Brücke. Und diese Brücke ist. Vielleicht machst du mal einen Schwenk darüber. Der will immer auf dich halten. Achso, jetzt verstehe ich. Diese Brücke hier. Die sah ja am Anfang. Am Anfang sah sie ungefähr so aus. Dann sah sie eine ganze Zeit lang so aus und jetzt sieht sie so aus. Diese Teile sind überwiegend noch in Ordnung, weil die verschraubt sind und nicht nur verleimt. Ja. Alles andere ist Schrott. Das nächste Problem hier ist hier die Durchfahrtshöhe. Die Breite ist immer ganz, ganz knapp. Aber ich glaube, es sind irgendwie so knapp über 20 cm hier. Und das ist, wenn man nachher was Höheres, so ein Oberleitungsbauwagen oder so oder ein Caboose oder so, würde hier wahrscheinlich die Brücke mit. Das heißt, ich würde gerne hier mit diesem Gleis höher kommen. Ich würde sagen, wir legen einfach noch da so eine Platte drunter. Das bedeutet, dass wir hier ein bisschen höher kommen, dass wir da vorne auf dieser anderen Strecke mit der Steigung ein bisschen anziehen müssen. Aber ich glaube, das ist kein Problem, weil wir sind hier noch deutlich unter unseren 2%, die wir sonst immer einhalten können. Das hat aber zur Folge, dass wir bis hierhin wegreißen. Aber das hätte auch den Vorteil, dass wir diesen ganzen Unterbau hier, der alles so weit nach innen abgekippt ist, weil die ganzen Steine innen drauf lagern, nochmal richtig stabil machen können. Das bedeutet aber auch, dass wir das hier hinten komplett neu bauen. 5 cm erhöhen, hier viel besser über den Tunnel rüberkommen. Und diese Strecke, die da hinten, diese Stichstrecke hier macht, die auch schon viel zu steil geworden ist inzwischen und die auch so nach außen abkippt, dass wir da auch Probleme haben mit meinen Gleisen, auch nochmal schön machen können. Aber das ist halt so mindestens 4 Wochen Arbeit. Dann können wir den Tunnel hier unten breiter machen. Ja, der Tunnel wird dann ja eh neu gebaut. Genau, der wird neu gebaut. Der wird aufgemacht und neu gebaut. Bei dem Tunnel ist auch das Problem, der geht hier ja im Bogen, da hinten raus wieder. Und ich glaube, da drin liegt ein 3-Meter Gleis. Dass wir das hier auf Radius 3 gebogen haben, kommt das innen hoch. Das würde ich dann vielleicht einmal mit unseren Profilen machen, die sind besser. Und dann ist das auch ein bisschen betriebssicherer darunter. Einziges Problem ist, das wird dann hier auch steiler und die Steigung ist eigentlich schon am Anschlag. Kann man die ein bisschen weiter rausziehen eventuell? Ja, das wäre so auch mein verwegener Vorschlag gewesen. Wir haben schon so viel vom Garten eingenommen, das merkt keiner. Ja, muss ja niemand erfahren, wir würden einen halben Meter rauskommen lassen. Haarscharf an den 2%, da dürfen wir nicht rübergehen. Okay, das ist eine Baustelle, darüber können wir nochmal nachdenken, da kommt noch was. Eine meiner Lieblingsstrecken hier, die kommt unbedingt noch in jedem Video mindestens 3-mal vor. Die muss einfach nur sauber gemacht werden, ansonsten ist hier eigentlich gut. Ja, hier ist halt ein bisschen doof, da ist ein Tunnelportal einzusetzen. Das hatte ich aus Holz gebaut, das und funktioniert das nicht mehr. Hat genau von 12 bis Mittag genau, gehalten. Das ist nix. Das Haus kommt auf jeden Fall weg, das ist scheiße. Das Haus ist wunderschön. Diese Brücke hat sich auch erstaunlich gut gehalten. Ja, gut, ja. Ja. Bloß dahinter, das müssen wir neu bauen. Der Grund für die Brücke ist Quatsch. Müssen wir neu bauen. Hier, die Brücke funktioniert auch ganz hervorragend noch.
Wenn sie nicht vom Wind umgeschmissen wird, deswegen der Stein da drauf. Genau, die können wir vielleicht noch besser verankern. Aber ansonsten ist die super. Eigentlich verraten wir gerade die ganzen schönen Abschnitte unserer Anlage, wo dann irgendwie die geheimnisvollen Bilder entstehen. Stichwort Zahnradstrecke, das ist das hier. Die kommt immer mal wieder vor in einzelnen Filmen und immer eher nur so, dass hier irgendwo ein Kabel rübergebrückt ist. Weil auch wenn es so aussieht, als sei das elementare Bestandteil der Anlage, es hat noch nie funktioniert und es war noch nie fertig. Das Ganze, wir erzählen erstmal, wie es ursprünglich gedacht war, okay? Das ist, in diesem Bogen geht da eine Stichstrecke ab, die dann hier rüber, viel zu steil, wie man sieht. Hier wäre ein kleiner Bahnhof hingekommen. Dann wäre man hier durch diesen Tunnel gefahren. Der existiert auch noch, aber der ist auf halber Strecke leider zusammengebrochen. Dann wäre das hier durchgegangen. Da. Und wäre hier hinten hinter diesem Gleis wieder rausgekommen. Hier ist also da runter, das da. Da existiert der alte Tunnel noch. Dann wäre das hier durchgegangen. Hier ist nicht mehr viel von dem übrig, was ursprünglich mal geplant war. Ja, okay. Wäre das hochgegangen weiter, hätte hier eine Steigung gemacht. Wäre hier wieder in den Tunnel gefahren, der auch viel zu schmal ist. Der hat, glaube ich, der hat irgendwie 15 cm oder so. Dann wäre das da hinten einmal rumgefahren, hier vorne hoch. Das hier sieht man. Genau, und dann wäre hier oben ein Endbahnhof hingekommen. Ich glaube, es war ein bisschen verkopft und zu kompliziert. Also jetzt haben wir es so überlegt mit der Zahnradstrecke. Da hinten, das sieht man gerade nicht, weil es unter Laub ist. Ihr müsst mir glauben, da liegt ein Gleis. Da wollen wir wieder rausgehen. Und es gibt eigentlich zwei Optionen. Und ich finde, wir haben uns auch noch nicht entschieden, endgültig, welche wir nehmen. Doch. Ich nicht. Möglichkeit 1 wäre, wir gehen von da raus und kommen dann hier in so einem leichten Bogen mit einer zusätzlichen Brücke hier hinter im Prinzip wieder in diese Trasse rein, kommen da hinten in so einem Lawinenschutz-Arkadenwall-artigen Gebilde hier über die andere Strecke rüber, dass die hier unten in diesen Arkaden verschwindet und diese Zahnradstrecke mit der starken Steigung fährt hier rüber, ufert da hinten noch ein bisschen weiter aus, sodass wir hier oben auf jeden Fall auch R3 einhalten. Und mündet dann hier oben in diesem Bahnhof, der im Prinzip so oder ähnlich bleiben kann. Was ich eigentlich cooler finde, weil wir diese unnütze Brücke da über den... Brücken sind nie unnütz. Ja, da schon. Da sind wir halt schon einmal rüber. Warum sollte man noch eine Brücke bauen? Ja, aber Option 2 wäre, wir kloppen das hier hinten alles weg. Ja, und schon bin ich dagegen. Machen hier die Abzweigung raus und kommen dann aus dieser Richtung. Das heißt, es bleibt so ähnlich, wie es jetzt hier steht. Nur halt mit einem größeren Bogen. Dieser Tunnel hier wird weggenommen. Na gut, können wir uns noch überlegen, weil das ist, glaube ich, sehr weit in der Zukunft. Und das da kommt weg. Wobei der Berg für die Burgruine wird langsam richtig natürlich. Dann kommen wir jetzt zur größten Baustelle eigentlich, ne? Gut. Genau. Ohne Sonne ist wirklich nicht schön. An den Bahnhof erinnert ihr euch vielleicht noch, der sah erst so aus und dann sah er ganz kurz so aus und das ist jetzt die dritte Iteration der ganzen Geschichte. Aber wir haben viel gelernt und wir haben schon vieles sehr richtig gemacht jetzt hier und ein paar Sachen sind auch noch falsch, aber was wir gut gemacht haben, sind die Weichen. Wir wollten ja immer Unterflurantriebe haben. Und hier haben wir jetzt so eine, was ist das, PVC irgendwas Platte genommen. Da ist die Weiche aufgeschraubt. Darunter sitzt ein wasserfestes Servo und bedient hier unten den Stellstab so mit so einem Pinökel, der von unten kommt. Vielleicht, ich führe euch einfach mal rum, wie das hier aussieht. Wir machen mal, weil ich glaube, diesen Gleisplan, den muss man erstmal so ein bisschen durchschauen. Also das Ganze beginnt logischerweise da hinten in der Anlage. So, da kommt die obere Stichstrecke und hier unten kommt die untere Zufahrtsstrecke. Die geht hier hinten lang, geht hier hoch, da hinten in einem Bogen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Entweder man nimmt hier vorne dieses Gleis zu dem Industriekomplex, der da hinten dann so sein wird. Ja. Oder hier vorne das zum Personenbereich, Personen-Express-Abfahrtsbereich.
Und dann haben wir hier noch diese doppelte Gleisverbindung drin. Und das ist alles sehr ausgefuchst und wahrscheinlich viel zu groß und es wird nicht funktionieren. Da hinten haben wir noch eine Umfahrung in Form einer Kehrschleife. Okay, also aber mal ganz kurz die Probleme, die es hier gibt, weil die müssen benannt werden. Problem Nummer eins ist, es ist noch nichts verkabelt hiervon. Die Sturmschäden haben ziemlich viele Gleise kaputt gemacht. Hier hinten ist der Unterbau auch zu leicht. Das war, glaube ich, auch das Problem beim ersten Mal mit dieser Dachpappe, die wir da benutzt haben. Das war einfach zu schmal und dann hat es irgendwie das alles zerrissen. Andere Baustelle, aber das haben wir jetzt, glaube ich, behoben. Das ist welche. Ja, und wenn es nach dir geht, ist das die erste Priorität, hier fertig zu machen. So ist es. Ja, dann los geht's. Okay, wir beenden das aber wenigstens mit ein paar schönen Aufnahmen von der Anlage, okay? die kommen jetzt. Die schönen Ecken? Ja, die kommen jetzt. Und dann sehen wir uns später, wenn wir dann das Ganze angehen hier. Alles. Wir hatten gerade noch eine ganz andere Idee, weil diese Brücke, haben wir ja festgestellt, ist nicht mehr gut. Folgende Idee. Wir nehmen diese Brücke hier, die ja noch ziemlich gut in Ordnung ist, die vielleicht noch einen neuen Anstrich vertragen könnte. Weil jetzt noch bemessen wir hier die gesamte Länge des Objektes. 1,50 meine ich ist die. Ja, die ist sogar 1,60. Wir fangen mal weiter vorne an. Das Ding ist ja, hier ist es thematisch eher so ein bisschen Amerika, so ein bisschen mit Waldbahn, so ein bisschen Holzschlag, bla und Holzverarbeitung. Und das hier ist ja alles rätisch. Oder zumindest wandelt es sich thematisch ein bisschen. Und das ist ja nun eindeutig keine Brücke, die man so in der Schweiz finden würde. Dann könnten wir hier eine Stahlbrücke machen oder vielleicht noch wieder eine Steinbrücke. So, weil, so ähnlich wie das Viadukt da hinten. Machen das Ding da nach vorne und verzichten auf die Trestle. Messen wir erstmal aus, ob das passt, weil das wird uns schon mal viele Probleme ernehmen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wir machen mal wieder. Aber es wäre so gut. Wir gewinnen hier halt die ganze Höhe, weil das Ding aufgeständert ist. Wir müssen vielleicht nur ein bisschen den Blütenkopf anpassen. Gut, an der Diskussion wart ihr jetzt nicht beteiligt. Der Plan wäre jetzt folgendermaßen. Ja, wobei es nicht ganz klar ist, ob das passt. Ich habe da ehrlich gesagt noch Bedenken. Diese Kurve hier müssten wir ein bisschen anziehen, aber das ist nicht das Problem, weil die ist noch relativ weit. Und hier ist ja auch noch viel Luft. Das heißt, wir kommen hier ein bisschen enger rein, machen hier einen etwas schärferen Bogen. Das ist halt so, dass wir von hier in dieser Flucht rauskommen, so, und treffen dann genau in diesem Winkel hier auf und verbreitern die Trasse hier ein Stückchen nach hinten, dass wir hier im größeren Bogen kommen. Das heißt, wir gewinnen hier noch ein bisschen Gleis. Da gewinnen wir eigentlich auch Gleis. Vielleicht können wir daraus noch Höhe machen. Na, ich fasse nochmal zusammen. Hier, das ist kein Problem mehr, weil die hier unten nicht so doll aufbaut. Hier könnten wir sie fest verankern. Wir hätten hier nicht mehr das Problem, dass hier der Untergrund schief ist und deswegen hier alles krumm und schief steht. Und dass das hier zusammenfällt. Ah, das wäre schon reizvoll. Ja, wo kommt die Trestle hin, ne? Ich will schon eine Trestle haben. Jeder will eine. Haben wir noch? Denken wir nochmal drüber nach. Okay, es ist ein Tag später. Wir sind ohne Ahnung, aber voller Tatendrang. Ebenfalls zur Unterstützung ist Torge aufgetaucht. Der war eh gerade in der Gegend. Erklär mal kurz, was du machst jetzt gerade. Der Plan ist, dass man ja hier wunderbar sehen kann, wir müssen was gegen das Moos tun. Und zudem beim letzten Sturm hat sich gezeigt, wenn wir hier eine Angriffsfläche sich den Wind bietend belassen würden, hätten wir demnächst wieder Sturmschäden. Also fliegende Gleise wollen wir nicht nochmal erleben, deshalb werden wir jetzt hier vollflächig die seitlich angebrachte Alu-Schiene entfernen
das Vlies darunter verschrauben. Na, die da. Genau, die da. Genau. Okay, das Vlies kommt dann dahinter. Das Vlies kommt dahinter, ist hier eingeklemmt, kommt dann hier über den Damm rüber weg. Auf der anderen Seite wird es verschottert und dann hat der Winter keine Chance mehr. Also als erstes Achievement des Tages haben wir hier hinten die Abfahrtsrinne sauber gemacht. Ich habe mir unterdessen eine andere Aufgabe gesetzt. Ich werde hier die Gleise versuchen wieder zu richten. Die sind nicht mehr ganz in Ordnung. Aber meine andere Frage, findet ihr eigentlich diese Vlog-Dinger gut so? Bringt das Spaß zu gucken? Oder ist es eher langweilig? Oder dann dokumentieren wir mal. Ich habe zum Beispiel schon so einen Trenner reingemacht mit so einem Punktmelder. Und dann weiß Rockray nachher, da muss man anhalten. Und Alter, sieht das Gleis krumm aus, ne? Sieht alles nicht schön aus. Das ist auch so ein Fall. Puh, richtig Arbeit. Jo, jetzt wird es auch noch windig. Das ist richtig hilfreich. So, gestern haben wir das relativ schnell jetzt abgerappt, weil es wurde kalt und zugegebenermaßen auch irgendwie dunkel. Deswegen, weil es ja noch Februar ist. Wir haben beschlossen, dass wir hinten die Auffahrt zur Anlage und hier zum Bahnhof, dass wir die nochmal neu bauen. Und zwar nicht mit diesen Gleisen. Das ist ganz schön lang. Nicht mehr mit diesen Gleisen hier, weil das sind 60er Schienen und das braucht sehr, sehr viele Schienenverbinder. Außerdem wissen wir ja, wo wir günstig 2 Meter Profile herbekommen. Und wenn ihr das auch wissen wollt, dann schaut doch gleich mal auf spaßgleis.de vorbei. Gut, es ist folgende Situation. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km pro Stunde ist das Orkanteam Flenia über Deutschland gezogen. Vor allem im Norden und Osten stürzten Bäume um, waren Straßen blockiert und fielen Züge aus. Shit. Oh, fuck. Und mit dieser niederschmetternden Erkenntnis beenden wir das dann auch hier für heute. Jetzt wünsche ich euch was.